Hallo und wieder einmal herzlich willkommen bei TasteUp.de. Mein Name ist Christian. Jay. Wir sitzen in Rottweil, deswegen steht hier auch ein Rottweiler. Wir sitzen im Rottweiler Haus in der ältesten Stadt Baden-Württembergs. Darf man an dieser Stelle mal sagen. Und was machen wir? Wir trinken Whisky. War ja irgendwie klar. Wir trinken nicht irgendeinen Whisky. Wir haben uns heute den Lafroy Clore vorgenommen von der schönen Insel Eider. Und wir sind mal ganz gespannt, weil der ist ja so der Nachfolger vom Select, wo die echten Lafroy-Fans so ein bisschen enttäuscht waren. Darf man bisschen, sagen? Ich glaube, untertrieben. Untertrieben. Also irgendwie in die Richtung. Und das ist jetzt der Nachfolger ohne Altersangabe. Wir sind wirklich ganz neugierig und steigen jetzt auch mal sofort ein mit unserer Lieblingsdisziplin, dem Eying. Ist das wirklich deine Lieblingsdisziplin? Das ist meine Lieblingsdisziplin, weil Eying kann ich am besten. Echt? Ah, ich verstehe. Okay, schwierig. Bernstein schwierig, hätte ich fast gesagt. Ja gut, aber das ist, du bist ja schon wieder bei der Farbe. Aber er schliert leicht. Schön. Ja. Und man sieht auch, dass es ein Anschildfilter ist. Weil bei mir sind jetzt im Glas ganz, ganz feine, leichte Flocken drin, was jetzt nicht schlecht ist, weil das ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal für diejenigen, die sich nicht so mit Whisky auskennen. Ich würde sagen, gucken wir uns den mal ein bisschen an. Na, so, richtig. Was Punkt ist Bernstein, hast du gesagt? Bernstein. Ich hatte Bernstein gesagt. Okay. Auf dunkel würde ich mich da nicht festlegen wollen. Ja, Bernstein passt schon, sehe ich auch. Ja. Ach, schön zu gucken auch. Ha. Ich schiebe das mal kurz nach. Wir haben vorhin die Flasche aufgemacht. Und es dauerte wirklich nur 2 Sekunden und du hast Rauch wahrgenommen. Ja. Also jetzt nicht in 3 Meter Entfernung, aber der bietet da schon was. Einer der Gründe, warum ich persönlich auch ganz neugierig drauf bin. Ja, schönes rauchiges, torfiges Aroma. Bisschen salzig schon. Salzig auch. Leicht Zitrusnoten. Mhm. Ja, man könnte darauf kommen, dass es ein Eider ist und dass es vielleicht ein Erfolg sein könnte. Das ist eigentlich untypisch für einen Erfolg, ne? Geht schon mehr in die andere Richtung. Aber da schwirrt auch im Hintergrund ein bisschen was mit. Ich kann es jetzt gar nicht richtig deuten. Nochmal, mag ja sein, dass ich einen Herbstkoller habe, aber da ist doch Kastanie drin. Also, Aroma. Rieche ich jetzt ab, also ich finde, da ist da irgendwie ein leichtes, irgendwie so Leder direkt ist nett irgendwie. Ja, schauen wir mal. Ja, aber es ist rundes Aroma. Also es ist, macht Lust auf mehr. Und man bringt alles mit, was ich von Eiler erwarte an dieser Stelle. Muss man wirklich sagen. Also bis jetzt bin ich vorfreudig erregt. Dann würde ich sagen, spannen wir dich nicht mehr. Danke! Das hat ja auch gedauert, aber. Das war schon mal. Schöne Rauchigkeit, torfig. Salzigkeit ist auch da. Mund ausfüllend. Ja. Kräftig, 48 Volumenprozent. Leichte Pfeffrigkeit. Leichte Pfeffrigkeit. Also, da legt sich auch schön im Mund aus. Also wirklich, boah, cool. Das Salz bleibt erhalten. Mhm. Aber ich finde das überhaupt nicht fruchtig. Nee, wollte ich gerade sagen. Die Zitrusnummer ist raus. Komplett. Aber sowas von? Aber steht ihm nicht schlecht ohne. Ja, nö. Also nur mal sagen. Geht schön, läuft gemütlich runter. Ja, braucht einen Moment. Mhm. Und ich merke so, bildet gerade so eine Spur hier runter tatsächlich. Eine Stange steht, läuft. Lecker. Also ganz im Hintergrund, Kastanie könnte jetzt bestätigen, leicht. Das ist, könnte ich mir, ja. Bin mir aber nicht sicher. Ich muss nochmal eine Kastanie reißen. Okay. Und Astringenz macht sich gerade bei mir breit. Eine leichte, ja. Und also bei mir eine leichte. Aber ich finde, er ist schön präsent im Mund auch noch nach einer etwas längeren Zeit. Sehr schön, gefällt mir ganz gut. Soll ich mal? Bitte mal. Sind übrigens, das darf man an dieser Stelle sagen, es sind 4 Fasstypen verarbeitet worden. Die enthaltenen Whiskys waren sowohl aus Ex-Bourbon-Fässern als auch aus Porter-Casks als auch aus europäischen Eichenfässern und, da erklärt sich wahrscheinlich auch die Süße her, aus Oloroso-Fässern. Okay. Und der älteste Whisky soll tatsächlich zurückreichen bis 1993. Wir haben jetzt 2016. Ich kann das nicht so schnell rechnen, aber. Ist schon eine Zeit. Das ist schon. Ja, wobei man weiß, wie viel von der Flasche da. Ne? Es wird ein Teil drin sein. Also so hörbar, ob das jetzt wirklich so gewesen ist.
Achso, ich schiebe das mal noch zur Farbe nach. Wir haben die offiziellen Tastings Note zum Lure nochmal nachgelesen und da wird er als tiefes Mahagoni beschrieben. Und ich stelle gerade fest, das passt mit unserer Einschätzung so gar nicht beieinander. Also ich glaube, das sieht man sogar im Video, dass das kein Mahagoni ist. Und ich sage an der Stelle mal gleich, wir haben Wasser drin, die Farbe verändert sich dadurch nicht. Wohl aber Schlierenbild, weil es geht sehr viel... Welches Schlierenbild? Also ich habe so rudimentäre Schlieren. Ja, dann guck bei mir einfach. Oh, bei dir ist hübscher. Ne? Ich habe falsch gedreht. Ja, ich gucke jetzt gerade mal. Von den kleinen sieht man auch nichts mehr. So, mal ja. Gucken, wie er sich verändert. Ich habe schon eine böse Ahnung. Also der Rauch ist komplett, fast komplett weg. Sehr schärfer in der Nase? Schärfer wird er süß. Ich bin nicht so weit zu sagen, der ist sprittig, aber der ist echt kurz davor. Und wahnsinnig. Also es ist eigentlich bloß eine süße Blurry. Hast du was über Zitrus gesagt? Nee. Muss man auch nicht wirklich. Hm. Toffee, also das ist schön, wenn der ja, Toffee in... Keine Ahnung. Der Jens wird Butterscotch rausholen an der Stelle, glaube ich. Das trifft es auch ganz gut. Ja, wagen wir uns mal. Ach ja, das ist ja kein Wagnis. Doch, doch, mit Wasser schon. Ah, typisch. Salzig. Salzig, wässrig. Die Fässer kommen extrem vor. Und, also ich find, jetzt kommt auch ganz klar die Eiche raus. Ja, ja. Also das ganz ist ohne Frage. Schon alles. Und na, wie immer dominant, das ist so bei fast, also nicht bei allen, aber wirklich bei sehr vielen rauchigen Whisky passiert immer echt immer das Gleiche. Es schmeckt extrem nach Fass, sehr salzig, Rauchigkeit geht zurück. Die Astringenz reduziert sich deutlich. Ja. Und die vorhin so schöne, wirklich, wenn auch spät aufkommende Laufrichtung im Abgang. Nö. 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 Ich würde sagen, wir probieren das jetzt nochmal ohne Wasser, um das nochmal zu verifizieren. Aber ohne euch. Ja, falls sich da was ergeben sollte, werden wir natürlich nachberichten. Im Auftrag der Wissenschaft und in eurem Sinne sagen wir jetzt an dieser Stelle. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Whisky schlürfen mit tasteup.de. Und tschüss. Tschüss.